Wunderschöne Gedabo und recht herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play über Monkey Island, wo die Affen wilde Sachen machen und sich dabei nicht läusen lassen bei diesen Sachen. Okay, aber nichtsdestotrotz, ja, man merkt, ich bin, an mir ist keine Reimkönig verloren gegangen. Aber egal, wir sind jetzt immer noch hier. Wir werden jetzt die Insel erkunden. Natürlich werden wir erstmal die seltsamen Lichter anschauen. Dieses Dorf ist verlassen. Wie seltsam. Ist wirklich seltsam. Hört ihr die Musik? Das hört sich ein bisschen an wie von Zelda bei den Gorgonen oben. Also das waren die Gorgonen. Okay, mal hier alles anschauen. Das ist eine Statue von Ricky, dem hilfreichen Zitronenwasserhalteschalengott. Genau, wer kennt ihn nicht? Ricky, können wir den nehmen? Nein. Ja. Das ist ein großer Block Tofu. Nehmen. Lecker, schön weiche, flüssige Masse in der Hose. Oh. Es ist ein Tisch, der mit Obst und Gemüse gedeckt ist. Ich weiß nicht, was ich mit dem Obst anfangen soll. Essen, verzieren, garnieren, gesunde Ernährung natürlich. Sehr stilvoll. Nee, ich habe das schon immer gebraucht. Nein. Nein. Da ist ein Schild. Kasserolle Mischmasch-Überraschung. Es ist wahrscheinlich das Opfer von letzter Woche. Das Opfer? Warum Opfer? Hey, das sieht aus wie ein Schiffskapitän, erster Mat, ein Professor und der Rest. Was könnte das bloß für eine Anspielung sein? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Okay, hier haben wir ein Holzbohrer, das sieht aus, als könnt ihr es mitnehmen. Ja, und dein Messbrett nimmt man sich auch. Können wir auch so. Nee, ja, die können wir eigentlich auch mal probieren, um es mitzunehmen. Nein. Nein. Okay, was haben wir hier? Er ist dekorativ und trotzdem praktisch. Oh, sehr schön. Und das? Das ist ein Holzbohrer. Oh, oh, Bohrer. Wir wollten etwas bohren. Los, nee, komm zurück. Oh, cool. Was möchten wir hier bohren? Käse. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Lupolon. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Zirn bohren. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Hier? Das braucht nicht angebohrt zu werden. Das sieht wie eine Maske aus. Okay. Mit einem Holzbohrer haben wir Tofu gebohrt? Okay. Okay. Naja, egal. Nicht nachfragen. Adventure. Hallo, Zitronenkopf. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ein Pirat, was? Nun, dann müsstest du dir doch der enormen Gefahren bewusst sein, die mit einem Spaziergang in ein Kannibalendorf verbunden sind. Kannibal? Weißt du, ich kann meinen Atem unter Wasser 10 Minuten lang anhalten. Aha. Was, wenn das Wasser kocht? Glaubst du, du bist nach 45 Minuten gar? Es ist so lange her, dass ich Bouillon gemacht habe. Wie ich Bouillon liebte. Aber wir sind nicht länger brutale und blutdurstige Kannibalen. Nein? Nein. Wir durchlebten vor ein paar Jahren eine gewaltige Veränderung in unserer Glaubensstruktur. Interessant. Eine gewaltige Veränderung? Was du nicht sagst. Wir haben beschlossen, uns einem gesünderen Kannibalismus zuzuwenden. Wir haben die komplette Aufnahme von Missionarsfett zurückgeschraubt und wurden alle Vegetarier. Aber es gab da sicherlich eine Zeit, da hätte ich dich gegessen. Junge Kerle wie du, nicht zu viele Muskeln. Hey! Ich hätte dich vermutlich 45 Minuten in Weißwein mariniert, dich in einen Hauch Butter gestippt, in Bananenblätter eingewickelt und in einem Loch zusammen mit 100 heißen Kohlen verbuddelt, dich über Nacht rösten lassen. Dann hätte ich dich auf einem Bett aus Basmati-Reis serviert, zusammen mit Shiitake-Pilzen und Schalotten. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber jetzt nicht mehr, oder? Hä? Oh, genau. Richtig. Jetzt weiß ich zum Glück, was ich heute Abend essen kann. Ich habe mir schon ein Menü überlegt, aber das hört sich wirklich lecker an. Aber dann nicht Guybrush, sondern irgendwas anderes nehmen.
Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht liegt es dran, dass ich aussehe wie eine große Zitrone. Genau. Ja, genau. Aber da ist noch was anderes. Wir haben uns schon mal gesehen. Damals auf Monkey Island. Ah, Monkey Island. Wir hatten da ein nettes Dorf. Hütten mit Mieterschutz, nah an guten Schulen. Das waren sozusagen die Salatzeiten, bis sie diesen verdammten Jahrmarkt errichteten. Jahrmarkt? Ja, Jahrmarkt. Kaum stand das erste Zelt, schwupps, und die ganze Gegend war in. Zu jeder Nachtzeit kamen Seeleute. Die grausame Musik nudelte und nudelte. Und wenn du mich fragst, ich glaube, die ganzen Gewinnspiele waren manipuliert. Ja, ja. Es war des Nachts für einen Kannibalen auf den Straßen nicht mehr sicher. Habt ihr keine Angst, dass der Vulkan euer Dorf zerstört? Der Vulkan? Oh nein. Mount Sodbrand ist völlig harmlos. Wir haben zu Sherman, dem allmächtigen Gott des Vulkans, ein Verhältnis, das sich gesalzen hat. Der Gott des Vulkans liebt würziges Essen? Halt den Mund. Oder ich esse dich. Okay. Als wir die Insel das erste Mal betraten, war der Gott sehr erzürnt. Qualm stieg in ihm auf und er spuckte Lava. Es war wirklich eklig und barg ein großes Gefahrenpotenzial in sich. Wir wussten, dass wir etwas unternehmen mussten, um den Gott zufriedenzustellen und dachten, ein ordentliches Opfer wäre das Richtige. Naheliegende Vermutung. Aber als wir das Opfer in den Vulkan warfen, brach Mount Sodbrand heftig aus. Wir dachten, Sherman wäre böse auf uns, also brachten wir ihm jeden Tag Opfer. Wir haben alles versucht. Fisch, Geflügel, Vieh, Phenylalanin. Das Übliche halt. Dann eines Tages versuchten wir es mit Brie. Es gab eine riesige Eruption, die uns beinahe alle getötet hätte. Was ist geschehen? Sherman verträgt keine Laktose. Ah, jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt macht Sherman eine sehr strenge Diät. Er bekommt nur frisches Obst, Gemüse und natürlich Sojaprodukte, wegen der für den Muskelaufbau so wichtigen Proteine. Sojaprodukte? Wir haben doch den Tofu-Block. Müssen wir den vielleicht irgendwie reinnehmen? Wir müssen ihn ja nicht beruhigen. Wir müssen dann den Vulkan ausbrechen lassen, eventuell. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir sind kein Burst. Es geht nur darum, Sachen zu zerstören. Beiseite, ich beabsichtige, den Vulkan zu besuchen. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Wir beginnen gleich mit unserer Zeremonie. Fantastisch! Ich bin fasziniert von euren idyllischen Stammesbräuchen. Postkarten und Dias sind in der Lobby erhältlich. Nicht-Kannibalen ist es untersagt, bei der eigentlichen Zeremonie anwesend zu sein. Das ist aber unfair. Sag das den Vulkangöttern. Ich mache die Regel nicht, weißt du? Ja, auch Kannibale. Ich habe auch schon eine Zitrone gegessen. Wann beginnt die Zeremonie? Sie sollte bereits vor einer halben Stunde beginnen. In diesem Augenblick bereiten Mitglieder meines Dorfes ein menschenähnliches Opfer für den Vulkangott vor. Menschenähnlich? Wegen der heiklen Verdauung des Vulkangotts können wir ihn nicht mit echten Menschen füttern. Also opfern wir einen Menschenersatz. Er schmeckt nicht richtig wie ein Mensch, aber er hat eine ähnliche Beschaffenheit. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unseren Stargast. Wer könnte dieses Stargast wohl sein? Wer ist euer Ehrengast? Er ist Botschafter einer der anderen Inseln. Das ist Teil eines neuen Kannibalenbegegnungsprogramms zwischen den Dörfern. Offensichtlich sind nicht alle Dörfer so pünktlich wie unseres. Ich helfe euch, ihn zu suchen. Wie sieht er aus? Ich weiß es nicht. Er sollte für die Zeremonie passend gekleidet sein. Und er sollte besser ein Vegetarier sein. Wir haben ausdrücklich um einen Vegetarier gebeten. Okay. Nettes Dorf habt ihr hier. Danke. Es ist nicht viel, aber es ist ein Zuhause. Wir haben unser Bestes gegeben, um den klassischen Charme eines Kopfjägerdorfes einzufangen. Während wir zur gleichen Zeit all die modernen Behaglichkeiten, die uns die europäischen Eroberer brachten, einbezogen. Dir ist vielleicht bereits unser hochmodernes Schlachthaus aufgefallen, welches so geschickt entworfen wurde, dass es nach außen den Anschein der klassischen Schamanhütte weckt. Wie idyllisch. Ja, finden wir auch. Ja. Lebt ihr in ständiger Angst vor einer Fruchtfliegenplage? Nicht seit ich zu einem Aftershave auf Malathion-Basis übergewechselt bin. Äußerst verlockend. Danke sehr. Malathion? Machen die am Zoll Schwierigkeiten, wenn ihr durch wollt? Du hast keinerlei Vorstellung davon. Okay, das heißt... Muss mich sputen. Tschüss. Wir werden mal auf Wiedersehen sagen. Und das erklärt, warum wir hier so wahrscheinlich ein Smiley reingezeichnet haben. Tofu ist ja vegetarisch und wir warten einen Ehrengast und das heißt, wir müssen einen großen Kopf haben. Ja, können wir sonst nichts? Können wir das einfach so anziehen? Ich werde hier hingehen, sodass er nicht sieht, wie ich sie anziehe. Ach, das wird so ein einfaches Rätsel.
Wie geht's? Boah, ich liebe diese. Das sieht so geil aus. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Danke, danke, danke. Oh, Marshmallows, cool. Aber der hat ja seine Stimme jetzt verändert, die Zitronenbirne. Ihr füttert den Vulkan mit Puppen in Menschenform, die aus Gemüse bestehen? Ja, das tun wir. Sherman ist kein strenger Vegetarier. Aber fettes Essen kann ihm schlimme Verdauungsstörungen bescheren. Warum reden die ganze Zeit über Verdauungsstörungen? Heißt, ich muss irgendwas reinwerfen oder so? Schöner Tag für ein Opfer. Nur eins am Tag. Sherman reagiert empfindlich auf Überfütterung. Schöner Tag für ein Opfer. Nur eins am Tag. Sherman reagiert empfindlich auf Überfütterung. Das riecht gerade dazu nur. Wer wird das rein? Los, wer bist? Das erscheint wie eine Verschwendung eines perfekten, guten Kekses. Oh Gott, was für eine Verschwendung. Sonst haben wir gerade nichts Essbares. Dann Tofu reinhauen? Meine Tofu-Maske wird hier nichts ausrichten können. Okay. Das heißt, hier können wir momentan nichts machen. Wir müssen irgendwas finden, um reinzuwerfen. Das Bild sieht irgendwie komisch aus. Keine Ahnung, aber ist das eine Karte? Ey, keine Ahnung, so ein Gespenstenart. Ja, diese 3D-Animation. Und wieder rein in die Hose. Oh, ist das schön eklig. Schön kalt und oh. Oh, ich möchte gerade wieder Zelda spielen. Okay, hier haben wir es wieder. Gehen wir zum Strand oder hier Wettmühle? Ich habe mir hier ein Fass, Fenster, Tür. Gehen wir zur Tür rein. Klopf, klopf, wer ist da? Bam! Niemand. Terminator Ben. Es ist abgeschlossen. Im Auftreten. Wo ist da unser... nicht Vollgas. Was gibt es hier sonst? Pfeffer. Es ist Chili-Pfeffer. Können wir das nehmen? Cool. Pfeffer genommen. Perfekt. Weil wie können wir da... Windmühlen fliegen können? Was sagen die rauf? Ich kann mich mit bloßen Händen nicht festhalten. Okay, mich mit bloßen Händen, das da heißt... Da steht ein Fass auf dem Dach der Windmühle. Also wir brauchen irgendwie ein Silo-Ding, um da hochzukommen. Haben wir hier sonst mal etwas? Außer unseren schönen, ich glaube, die verfolgen uns. Sie wollen unseren Tod sehen. Okay. Herr Friedhof gehen wir jetzt noch nicht. Da waren wir auch. Wir gehen noch gemütlich an den Strand. Dann gehen wir mal gemütlich zum Hotel. Einchecken. Schauen, was für uns da ist. Vielleicht haben wir nette, lätzige Leute oben. Sowas, ich wusste gar nicht, dass es in der Karibik so viele Gummibäume gibt. Ich auch nicht. Okay, können wir da was machen? Ranhauen? Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Schütteln? Wahrscheinlich soll ich das Ei hier runterschütten, aber okay, warum geht's dann? Egal. Also, dann gehen wir dort allein checken. Vielleicht finden wir ein nettes europäisches Pärchen, das mit uns Frühstück zusammen isst. Nicht Gertrude, stimmt es? Okay, der Friedhof wird schon schön. Ja, neben dem Hotel, das war ein schöner Friedhof. Und dann mit extrem vielen Toten. Was ist hier bloß passiert? Oh, cool, eine Maske. Ich will die. Nein. Hallo. Auf dem Etikett steht, hergestellt in Luxemburg. Luxemburg? Okay, können wir sonst... Oh, schön.
Oh, ich würde gerade gerne Sommer haben, so draußen auf einer Terrasse sitzen. Vielleicht ein kaltes Bier. Natürlich alkoholfrei, liebe Kinder. Kein Alkohol vor 16 Uhr. Dabei. Ja, das wäre jetzt wirklich schön. Oder gerade noch so einen Grillabend auf den Grill anwerfen und... Oh, ich habe Hunger. Ich muss unbedingt das Essen gehen. Ja, wir sprechen aber mit der Laterne. Nein. Na, oh, Guybrush, die sprechen mit uns. Oder hören nicht die Stimmen? Was gibt es hier sonst noch? Oh, die Bühne. Sieht aus, als wäre das eine ganz schöne Show gewesen. Hä? Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert. Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um 7. Oh, Wilhelmine, ist die vielleicht verwandt mit einer gewissen anderen Hermine, die in gewissen Filmen mitmacht? Leider in den falschen. Ich denke oft, so eine rothaarige... Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Warum? Also, wir alle brauchen in unserer Ernährung mehr Eisen, aber nicht so. Hey, schmeckt vielleicht lecker. Du kannst nicht sagen, dass es nicht lecker ist, bevor du es nicht probierst. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Okay. Ah, oh, schaut dir der Grill auch schon da, als wirklich noch so ein kühles Bier und eine warme Sonne. Dieser Grill ist zu kalt, um etwas zu kochen. Ich kann doch kein... Können wir vielleicht das anmachen mit einer Chilischote? Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Okay. Ja, und dann wahrscheinlich nichts. Das heißt, hier haben wir alles angeschaut. Gehen wir mal rein, schauen, was da ist. Hallo Freunde, wie geht's? Oh, hallo Freunde, wie geht's? Wir lassen niemals schlafen. Wir wollen jetzt zuerst reden bei uns umschauen. Na los, wir schauen uns um, was es hier alles so hat. Beer Grogman. Oh, Drink Grog. Oh, sieht das gut. So wie die alten 80er. Nein. So wie die alten 80er Tafeln mit ihren Ding-Ding. Wie man das sieht in verschiedenen Comics noch. Trink Grog. Ja. Poster. Da steht, sei ein Grogmann. Sei ein Grogmann. Nein. Nimm Grogmann. Das möchte ich nicht. Gabel nehmen. Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Ja, das geronnen können wir nehmen. Iss. Aber nicht sprich. Ha. Nein. Kriegt ihr eine Hatschmaschine? Dieser Käse sieht zum Essen viel zu alt aus. Alter, ranziger Käse ist immer lecker. Hör bitte auf, Dinge anzufassen. Schluss mit dem Krawall. Oh, tut mir leid. Ich werde leise sein. Ganz langsam durch die Türe gehen. Türe zuschlagen. Ah, schade. Oh, Big Whoop. Schauen. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Oh, Kühlschrank aufmachen. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Warum? Was haben wir sonst noch? Oh, Aktenschrank durchsuchen. Bin hier geil im Akten. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Sieht aber auch mit etwas anderes beschriftet sein, das stört mich nicht. Könnt ihr daraus rausnehmen? Vielleicht die geheimen Akten, die wir da zumal in der Schlange gelassen haben? Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Oh, ein Käserad. Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Nehmen. Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Schweizer Käse und Nacho machen? Naja, ich weiß nicht. Okay, da können wir nichts machen. Was haben wir denn sonst noch? Mit der reden. Oh, können wir das Schild nehmen? Ich will nicht, dass sie wütend auf mich wird. Was gibt es denn sonst noch? Oh, Broschüren, Leos Glas nehmen. Hör bitte auf, daran herumzufummeln. Ich schwöre, ich werde nie wieder trinken. Mann, haben wir alle diesen Satz schon einmal gesagt. Nie wieder werde ich trinken. Oh, bring mir das Bier her. Broschüren nehmen, ganz leise. Ah, Broschüren können wir nehmen. Broschüre Big Whoop. Da steht
besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden, dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Besuch Big Whoop. Sofort. Es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich. Okay, ein Heidenspaß. Gibt's da? Oh, das Rezept. Oh. Na, dann werden wir das mal gemütlich sagen, was es hier in diesem Rezeptbuch gibt. Vielleicht, ich habe immer noch Hunger, also abgesehen vom Menschenfleisch, finde ich jetzt vielleicht noch etwas zu trinken. Also, vielleicht habe ich Lust auf Rum Rogers Rum-Überraschung. Dazu braucht man ein Fass Rum, 2 Thermoflaschen Rum, natürlich gewärmt, 1 Messglas Rum und 3 Schuss Rum. 1 Teelöffel Wermut und Cilantro. Alle Zutaten mischen mit Rum abschmecken. Ist kein Wermut verfügbar, durch Rum ersetzen. Ein bisschen weniger Rum vielleicht und dann, ja. Okay. Gelbart Baby. 1 Messglas Wodka. 1 Messglas Rum. 3 Saftzitronen. 3 Zitronen. 3 Saftzitronen. 5 Milliliter Phenylalanin. Phenylalanin. Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt schon betrunken. Cilantro und mit Eis gut schütteln. Er hört sich jetzt nicht so hervorragend an. Der blutige Stumpf. Zum Menschenfleisch sicher sehr gut. 3 Tassen Rum. 2 Teelöffel Natriumpentatol. 1 Messglas Gin. 1 Messglas Wermut. 3 Tassen Tomatensauce und Cilantro. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Ui. Alle Zutaten in einem Bleibehälter mischen, damit wohl die Strahlung nicht rausgehen kann. Warmservierung und mit rohen Kartoffelhälfte als Garnierung. Hört sich auch irgendwie lecker an, aber nein, was für ein Behälter. Der Blauwal hört sich interessant an. 1 Messglas Gin, 1 Messglas Whisky, 1 Messglas Wodka, 1 Messglas Grenadine, 1 Messglas Kleber und dann grüner Farbstoff von der Nummer 2 und der von Nummer 5 und Cilantro. Soda hinzufügen, mit einem Haken mischen, ja, vielleicht, weil der Löffel direkt irgendwie sich auflöst im Getränk. Aber ja, weiter. Schleim mit Tonic. Kombiniere ein Teil Gelbarts Baby mit einem Teil Launol. Mixen, bis die Farbe kotzgrün ist. Cilantro hinzufügen. Das würde jetzt mir noch irgendwie schmecken. Besonders mag ich die Farbe grün. Aber was zum Gottes Willen ist Cilantro? Okay, die aufgeblähte Zicke. Ich dachte gerade, ich hätte etwas für meine Freundin gefunden. Aber nee, die aufgeblähte Zecke. 1 Tasse Tequila, 2 Esslöffel Ahornsirup, 2 Pfund Zucker. Und ich lese alles falsch, weil es ist nur 1 Pfund Zucker. Der Saft von einem Lachs, natürlich entkretet, weil sonst haben wir nicht so gute Saft. 5 Esslöffel Currypulver, 2 Rüben und Cilantro schon wieder. Okay, wie macht man das am besten? Tequila trinken, übrige Zutaten kombinieren, wegschütten. Also eigentlich trinkt man nur, den Tequila. Der Sumpf, das wäre jetzt etwas für mich. 1 Eimer Matsch, 1 Messglas Whisky, 2 Teelöffel Eisenspäne, 1 Fledermaus, 2 Eiweiß, Spritzer Wodka, 9 Milligramm Penicillin, um danach wieder gesund zu werden, 1 Spritzer Spucke und Cilantro. Gut mixen, auf Eis servieren. Ja, das nehmen wir wahrscheinlich für heute, aber wir lesen auch die restlichen. Ein Anhang. Erste Behandlung bei Piratenkater. Befreit vernebelte Köpfe. 1 Ei. Pfeffer. Haar eines Hundes, der dich gebissen hat. Okay, Pfeffer haben wir schon, das Ei haben wir am Strand gesehen und das Haar, keine Ahnung, finden wir sicher noch. Weil wir haben ja gesehen, dass die haben einen tierischen Kater, ich glaube, den müssen wir irgendwie befreien. Alkoholempfindliche Patienten vor der Einnahme einen Arzt konsultieren, nicht gleichzeitig mit Alkohol einnehmen, erschwert die Bedienung von Rudern und Maschinen. Macht sehr, 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 sehr schläfrig. Gute Nacht. Okay, Anhang B. Zirrhose. Anzeichen erkennen von Captain William W. Schwindelanfall, Brechreiz, allgemeines Unwohlsein, Tod. Wenn die Symptome anhalten, mit Alkohol werden, das ist wirklich das Beste. Vielleicht eine kurze Geschichte. Als mein Patenonkel, als er noch ein kleiner Junge war, so 8 oder 7 Jahre alt,
War es gang und gäbe, früher den Kindern eigentlich so einen Schluck Bier oder Schnaps zu geben, wenn sie Schmerzen hatten, gegen Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, weil dadurch ging das eigentlich meistens weg. Mein Patenonkel hat wie gesagt auch Bauchschmerzen gehabt und meine Großmutter selig hat ihm dann gesagt, ja okay, hier trink ein kleines Gläschen Schnaps, dann geht's wieder besser. Hat ein Gläschen Schnaps getrunken, hatte aber immer noch Bauchschmerzen. Also hat ein zweites Glas genommen, ein drittes und ein viertes. Natürlich hörten die Bauchschmerzen nicht auf. Es wurde sogar noch schlimmer und meine Großmutter wusste natürlich nicht mehr, ja, ich muss ins Spital gehen, sonst habe ich keine Chance. Also ging sie mit ihrem Sohn ins Spital und sie natürlich, ja, er hat jetzt hier schon sehr, sehr lange Bauchschmerzen und sie wissen nicht warum. Natürlich nach so vielen Gläser Schnaps, der kleine Bube sturzbetrunken und sie natürlich sofort gesagt, naja, wir wissen, glaube ich, warum der Bauchschmerzen hat. Nein, nicht deswegen. Ich würde so gern dabei gewesen sein, um das Gespräch irgendwie den Angestellten da mitzuteilen. Ja, früher war das noch so. Heute wird Kinderschutz und alles aufgeboten. Ja, früher war das ein normales Haus mittlerweile. Ja, heute, die Zeiten haben sich geändert. Aber ich wäre trotzdem gern dabei gewesen, das Gesicht von Herzen zu sehen, besonders wie gerade meine Großmutter es erklären sollte. Wir gehen weiter. Anhang C. Blondbart, streng geheimes Keksrezept. 2 Tassen Mehl, 2 Eier, 1 Teelöffel Helle und Cilantro. Mit Fliegenlarven abschmecken. Unser Dank gilt der Tante eines Freundes des Redakteurs, die erst 500 Biskuits kaufen musste, bevor sie das Rezept gratis bekam. Darauf gab sie es aus Rache kostenlos an alle Bekannten weiter. Eine gute Frau. Ah, und die Seite ist absichtlich leer. Sehr gut. Ja, dann wissen wir jetzt, wo wir unser Keks haben. Sehr gut. Ja, ah, cool. Wir können hier noch ein Kissen nehmen. Oh, perfekt. Sonst können wir momentan nichts nehmen. Die Vase noch vielleicht. Es ist aus Porzellan. Was ist das Problem? Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Oh, nehmen. Nein. Okay, oh, Spiegel, können wir den nehmen? Oh, lass das. Mach nur, dass die Schmerzen aufhören, bitte. Okay, das heißt, wir werden unseren betrunkenen Kameraden hier erstmal wiederbeleben. Und solange wir das noch probieren, beende ich nämlich jetzt noch die Aufnahme und ich werde danach später wieder weitermachen. Macht's gut, habe der schöne Abo, mach kreativ, tschö mit dem!